Hallo Skorpion, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammenschauen, wie die Energie für dich für den Monat Juli steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Skorpion. Wow, Skorpion. Was für eine Legung. Also viel Feuerelemente, muss ich dir schon sagen. Also Feuer, 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 viel Feuer hier, aber es, ja. Viel Feuerelement hier. Starke Legung. Also Sternzeichen Löwe überhaupt, ja? Sternzeichen Löwe, Schütze oder Widder. Also Feuerelement, sicher. Ich habe hier Krebs nämlich auch. Sternzeichen Krebs oder Fische, Zwilling. Ich sage dir jetzt nur halt, weil die Sternzeichen sind so deutlich gerade, so stark. Also Sternzeichen Waage auf den Würfeln, ja? Sternzeichen Waage. Und die Nummer 6. Also, ja, die sind die, die ich hier jetzt. Schau mal jetzt, Skorpion. Hinter dem Deck habe ich einen Ritter der Kelche. Also, der Ritter der Kelche bringt ja auch eine Kommunikation. Oder es gibt hier eine Handlung, eine Bewegung, doch eine Kommunikation. So eine Situation gibt es hier. Also, im Tarot sind nur vier Ritter und eins davon haben wir jetzt hier. Und das ist der Ritter der Kelche. Also von da aus, das ist jetzt für den Monat Juli, wie gesagt, eine Person bringt dir Blumen vorbei, eine Person möchte sich mit dir wieder versöhnen. Es gibt hier eine Versöhnung, Skorpion. Die Legung kann sich natürlich spiegeln, aber was wir hier haben, ist schon eine Art von ich möchte dich einladen, also es gibt hier eine Art von Einladung. Ich möchte mit dir weggehen, wieder es gut machen. Wie gesagt, jemand bringt dir entweder Blumen oder ein Geschenk und so eine Situation könnte man hier sehen. Es gibt hier eine. Tatsächlich, schau mal bitte jetzt hier. Ich habe hier der Herrscher Sternzeichen wieder. Ja, muss aber nicht jetzt Sternzeichen wieder sein. Aber es ist eine wichtige Energie. Diese Person könnte sogar für deinen Vater reden, deine Mutter. Wir reden am Ende nur über Energien. Es gilt für eine Frau nämlich auch. Also es gibt hier eine wichtige Energie, was für einen Vater reden kann, für einen Ex, einen Ehemann, einen Ex-Ehemann, ja. Also es kommt darauf an. Ich habe hier auch einen Chef, eine Chefin oder die Verbindung durch die Arbeit. Die Sache ist, Skorpion, ich sehe hier eine wichtige Person tatsächlich für dich. Und wenn ich dir sage, dass das hier eine wichtige Person ist, musst du schon wissen, wer die Person ist. Ja? Also auf jeden Fall der Herrscher. Es gibt hier eine Nachricht, eine kleine Nachricht oder ja, auf jeden Fall eine Kommunikation.
Eine Person möchte was kommunizieren. Und das ist ziemlich deutlich hier. In manchen Fällen sehe ich hier, wie gesagt, Vater, Kind oder Altersunterschied oder muss gar nicht sein und spricht einfach nur für diese Kommunikation. Skorpion ist ziemlich interessant gerade, ja. Sogar für einen vorherigen Arbeitgeber. Dass die Person oder dass die Firma sich mit dir wieder es gut machen möchte, weil, ja, es kommt ziemlich drauf an. Wir schauen jetzt zusammen, Skorpion, weil wie du merkst, also es gibt Millionen von Sternzeichen Skorpion und jeder mit einer anderen Geschichte. Also von da aus schauen wir mal zusammen, was wir hier alles sehen können. Viel Feuerelemente. Und die Nummer 4 wiederholt sich oft das. Die Nummer 444, eine wichtige Nummer für dich, Skorpion. Ne? Monat April und tatsächlich stehen sie schon wieder sehr präsent bei dir. Es gibt hier eine starke Anziehung, ne, zu spüren, muss ich dazu sagen. Aber ich sehe hier bei dir Seelenpartnern. Ja? Deswegen, ich meine jetzt nur damit, deswegen diese starke Anziehung. Weil man hier mit einer Person zu tun hat, wo schon in einem vorherigen Leben eine Erfahrung da war. Ja? Also diese Situation gibt es hier schon. Ja, also Skorpion, schau mal, diese Person bringt Blumen. Also ich sehe hier eine Person, die Blumen bringt. Hier habe ich jetzt Wasserelemente. Es kann Sternzeichen Krebs, Skorpion, Fische. Aber ich muss dir eine Sache sagen, Feuerelement ist hier wie nichts. Ja? Also Feuerelement stark. Löwe, Sternzeichen wieder oder Schütze. Sternzeichen Zwilling haben wir vorher genannt. Skorpion wie du sogar. Interessant. Skorpion, interessante Legung. Ja? Wir reden, wie gesagt, Monat Juli. Der Sommer ist natürlich auch da und das spürt man bei dir nämlich auch, ja. Also sehr viel Feuerelement hier, ja, also sprichst natürlich für den Monat Juli, August, September. Ja, das merkt man bei dir sehr viel, dieses Gefühl hier von Sommer ist sehr stark. Ich meine, okay, du siehst ja, was ich hier habe als Ergebnis, ne? Ich meine, die Sonne scheint hier. Also, Skorpion, in der Mitte habe ich einen Puppe der Stäbe. Puppe der Stäbe, ja, Feuerelement. Du siehst, es gibt hier eine jüngere Energie. Unabhängig jetzt, dass, ob ich hier jetzt mit einem Altersunterschied habe oder nicht, weil das ist jetzt verschieden für uns allen. Und wer diese Person überhaupt jetzt für dich ist, weil du weißt das bestimmt schon, wer die Person ist. Was ich hier auch fühle, ist eine Unreife. Ja, du merkst ja, ich habe viele jüngere oder Energien. Also auf jeden Fall hier, in der Mitte ist diese Puppe, Puppe der Stäbe. Nochmals rede ich hier doch über eine Handlung, eine Kommunikation. Du hast ja gesehen, wir hatten hier die Puppe der Schwerter, jetzt die Puppe der Stäbe und der Ritter der Kelche. Ja, eine ähnliche Energie war bei Sternzeichen Wassermann mit so vielen Puppen. Es waren viele jüngere Energien zu spüren. Die Sache ist, was man hier bei dir schon sieht, ist eine Handlung. Tatsächlich eine Handlung, was mit einer Nachricht und einer Kommunikation zu tun hat. In der Blockade gibt es eine 10. Stäbe. Zehnte Stäbe. In manchen Fällen reden wir hier auch bei dir über eine geografische Distanz. Muss aber nicht für allen reden. Die Karte der Welt habe ich nämlich auch auf dem Tisch. Ja, also wenn wir hier natürlich mit einer geografischen Distanz zu tun haben, deswegen diese komplizierte Situation gerade sogar, wegen dieser Distanz. Aber in manchen Fällen, eine Person macht hier doch eine Handlung, eine Reise. Ja, es muss nicht eine lange Reise sein, aber Skorpion, was ich hier spüre, ist, eine Person hält das auch nicht mehr aus. Also das Gefühl von, ich muss unbedingt jetzt was machen hier. Ja, und
Das ist, was ich hier spüre. Ich hole mir mehrere Karten jetzt, Skorpion. Ich finde, wir haben viele Stäbe bei dir. Und ich denke, wir holen uns einfach mehrere Karten jetzt, ja, als Klärung, weil ich möchte ein bisschen mehr Klärung hier bekommen. Sechste Stäbe. Du siehst ja, also diese Karte, Entschuldigung, sechste Kelchen, spricht sehr viel für Kinder auch. Ja? Also für eine Gruppe rede ich natürlich hier für seine eigenen Kinder. Das kann ziemlich gut möglich sein. Ja, sonst nochmals auch Altersunterschied. Und diese Karte deutet ja auch auf eine Person, die man jetzt sehr, sehr lang kennt. Ja? Ich kenne diese Person jetzt sehr lang. Und das Verhältnis hier mit einer Person ist sehr eng, ja. Natürlich auch eine Karte, die mit vorherigen Leben zu tun hat, ja. Die Erinnerungen, die schönen Erinnerungen sind hier, die Nostalgie ist hier zu spüren. Schau mal, die Karte der Mond, die Karte der Mond wiederholt sich bei dir. Ja? Also dieses Wasserelement ist auch hier. Gespräche, ne? Also die nochmals das Gefühl, dass jemand hier kommunizieren möchte, reden möchte. Eine Person zeigt hier Nostalgie. Und ich hole jetzt ein paar Karten von meinem Deck, ja. Das, was ich selbst gebastelt habe. Schauen wir mal jetzt, Skorpion. Lassen wir unsere Vorstellung, unsere Imagination jetzt ein bisschen fliegen und jeder für sich. Vielleicht tja, sagt uns diese Bilder auch etwas genauer. Wow, Gefolgte. Wow. Skorpion. Meine Bilder sind wirklich sehr passend. Und hinter dem Deck steht nämlich, sei echt. Augenblick bitte. Ich muss das richtig lesen. Also sei echt, sei natürlich, sei einfach du selbst. Interessant. Sehr, sehr schön. Schau dir mal jetzt. Skorpion, also unsere Puppe der Stäbe, begleitet mit vier der Münzen. Vier der Münzen. Und die Karte von meinem Deck kam extra Glück. Extra Glück. Was ich interessant jetzt finde in dieser Kombination ist, dass du merkst ja hier in dieser Illustration, in diesem Deck, der Puppe der Stäbe zeigt sich nämlich so. Schau die Illustration, ja? Also man sieht ja eine Person, die glücklich ist, die vor lauter Glück springt und man spürt in dieser Körpersprache, ja, denn Körpersprache hier ist eine Person, die wirklich ja, sehr glücklich ist. Ich sage es jetzt nur, hier habe ich dann dementsprechend Münzen. Wir reden über eine Stabilität. Also, Skorpion, also ich rede hier schon über eine Stabilität. Und schau mal, die Nummer 4, habe ich ganz am Anfang gesagt, die Nummer 4 wiederholt sich oft das bei dir, ja? Und nochmals die Nummer 4. Also ich rede schon über Stabilität und Skorpion, extra Glück. Was ich denke gerade, diese Handlung hier,
bringt dir schon Glück. Also es bringt dir, du wirst glücklich sein. Ich spüre hier doch diesen Glück. Ja. Das wird dich, das ist, was ich hier spüre. Ich meine, alle drei Karten reden über tatsächlich über Stabilität, über Glück. Natürlich auch über Geld, Skorpion. Okay, Skorpion. Sagen wir mal jetzt, dass das hier ein Chef ist für dich. Einen Chef. Oder einen Arbeitskollege oder wie auch immer, eine Person, die wichtig, was mit der Arbeit zu tun hat für dich, wichtig für dich ist. Und du wartest die ganze Zeit eigentlich, dass du mit dieser Person was anfangen kannst. Ich meine jetzt beruflich, ja. Du möchtest mit dieser Person beruflich was anfangen. Und du wartest die ganze Zeit auf Kommunikation von dieser Person. Diese Person kommuniziert sich tatsächlich im Monat Juli. In manchen Fällen wird sich sogar bei dir entschuldigen, so ungefähr, schau mal, entschuldige halt, dass ich so viel Zeit gebraucht habe, aber ich habe alle Hände voll zu tun. Ich war sehr beschäftigt, es war nicht möglich, dass ich vorher bei dir mich melden könnte. Diese Person meldet sich jetzt doch im Monat Juli bei dir. Und wie fühlst du dich? Tja, extra, extra glücklich. Extra glücklich, warum? Weil wir reden hier über Geld. Wir reden hier über Stabilität, wir reden hier über ein neues Projekt in manchen Fällen, wir reden hier über viel Geld, viel Stabilität, über etwas, was dich sehr motiviert, sehr, sehr viel Lust spüre ich hier, Motivation, Leidenschaft und so weiter und so fort. Ich meine, die Synchronisierung ist ja da. Damit wirst du schon mit mir einverstanden sein, oder? Du wirst natürlich wissen, wie deine direkte Situation jetzt ist, weil es kommt jetzt darauf an, wie es für dich spricht. In manchen Fällen spricht das für ein Kind von dir. Ein Kind von dir, das jetzt viel Glück haben wird in Bezug Arbeit und so weiter. Sogar kann möglich sein. Du entdeckst was Neues, etwas, was dich motiviert und so weiter. Also, wie auch immer es sei, Skorpion, ich sehe natürlich hier eine Zusammenarbeit mit anderen Menschen. Es kann sogar möglich sein, dass diese Person, du mehr über Internet mit der Person zusammenarbeitest, dass die Kommunikation mehr über Internet ist. Und deswegen diese Nachricht über Internet. Auf jeden Fall, du wirst etwas erfahren, ja, und das hat mit einer sehr positiven Energie zu tun. In der Blockade. Weißt du, was ich in der Blockade habe für dich, Skorpion? Also, 10. Stäbe habe ich dir vorher gezeigt. Einen König der Schwerter, Luftelement, wie du merkst, ja. Und schau mal bitte jetzt hier. Das finde ich extrem interessant, Skorpion. Also, in meine Bilder. Ich sage jetzt meine Bilder, damit man das unterscheiden kann. Ich habe diese Karte noch keinen Namen gegeben. Ich muss einen Namen suchen. Auf jeden Fall kam die Karte, wo ein Knochen. Es gibt hier einen Knochen, sieht wie am Bein. Oder diese Karte hat mit der Gesundheit zu tun. Das hier spricht für die Gesundheit. Und das hat mit unseren Gelenken zu tun, unsere Knochen, Muskulatur oder so in der Art. Ich denke, das ist in der Blockade. Ich rede, jemand ist krank. Das ist die Blockade gewesen. Was möchte ich dir sagen? In manchen Fällen, jemand hier war unter Behandlung, ärztliche Behandlung. Und deswegen hat sich diesen Projekt verzögert, ja, weil jemand hier unter Behandlung war. In manchen Fällen sehe ich hier sogar eine OP, Skorpion. Ich sehe hier eine OP, tatsächlich, aber ohne Zweifel. Achtung hier jetzt, ja. Ich sage nicht mal, dass das jetzt im Monat Juli geschehen wird. Denn das ist als Thema hier, was ich denke ist, in der Blockade, diese Situation hat sich verzögert aus diesem Grund, aus einer Operation. Jemand hat sich operieren lassen, jemand musste zum Arzt, eine Behandlung, sich behandeln lassen. Es gibt hier eine Blockade, was mit der Gesundheit zu tun hat. Mit deinen, ja, Bein,
Und wenn das nicht für dich spricht, ist vielleicht die andere Person. Deswegen könnte die Person sich mit dir nicht vorher in Kontakt setzen, weil jemand hier krank war und sehr schwer krank. Also ich rede hier schon über eine komplizierte OP. Eine komplizierte OP tatsächlich. In manchen Fällen, jemand hier könnte nicht mal dann laufen. Eine Person hat nicht mal laufen können. Das hier, diese Blockade, verändert sich im Monat Juli. Ja? Ja? Also du merkst ja, Skorpion, schau mal bitte jetzt hier, du merkst ja diese Knochen hier, ja? Und dann diese Person, wie diese Person jetzt wieder springt, ja? Also so ungefähr, oh mein Gott, Gott sei Dank, ich bin wieder gesund, ich kann wieder laufen, mir geht es wieder gut. Ja, es gibt hier ein Gefühl von Dankbarkeit. Ja, danke schön, danke Gott, dass es wieder mir gut geht und tatsächlich. Ich spüre diese Situation hier, Skorpion, sehr, sehr stark präsent. Ja, dass jemand hier sich behandeln lassen musste nach einer komplizierten OP in manchen Fällen und jetzt sogar Medikamente nimmt oder. Aber es gibt hier eine klare Verbesserung, ja? Muss ich dazu sagen, ja? Schau mal in deine Unbewusstheit. Habe ich zwei der Münzen. Zehnte Schwerter. Wow, wow, wow. Und meine Karte, hier siehst du einen Konzert. Also, man merkt hier Menschen, die verschiedene Instrumente spielen. Also hier habe ich einen Saxophon, Piano, ist andersrum, Entschuldigung. Also auf jeden Fall, ich habe da einen Sänger. Ich weiß nicht, ob du es richtig sehen kannst, Skorpion. Da ist ein Sänger, jemand, der auch ein Piano spielt, Saxophon, eine Orchester. Es gibt hier eine Orchester. Ist interessant, in manchen Fällen habe ich tatsächlich hier mit einer Person, die sehr kreativ ist, ein Künstler ist, einen Star ist, eine Person, die sehr berühmt ist. Ich sage es dir gleich, warum ich das sage, ja? Also, das spricht jetzt für deine Unbewusstheit und ich verbinde das schon mit der Vergangenheit, ja? In manchen Fällen, in manchen Fällen, Skorpion, ich spüre hier nämlich auch sehr viel Arbeit. Sehr viel Arbeit und deswegen diese Krankheit. Also eine bestimmte Krankheit hier ist bei dir in manchen Fällen durch diese extreme viel Arbeit gekommen. In manchen Fällen, was ich hier sehr stark spüre, ist, hier habe ich mit einem Sänger zu tun oder einer Person, wie gesagt, die in einem Orchester spielt oder einer Person, die in Konzerten spielt, tatsächlich. Das war sehr viel zu tun, sehr viel los und man musste wirklich Tabletten nehmen, Pause machen und so weiter, vom Lauda viel zu tun. Skorpion, ich weiß nicht, für wem das jetzt hier spricht. Schau mal bitte jetzt, das ist ja nicht normal, in deinem Bewusstsein, die Karte der sechste Stäbe spricht für Erfolg. Also, wie sage ich dir das am besten, Skorpion? Ich meine, ich habe hier schon mit einer Person, die berühmt ist. Ich habe hier mit einem Star zu tun. Okay, du willst sagen, ich bin kein Star, aber jemand hier, sicher, denn mit dieser Karte ist diese Puppe gekommen, Puppe der Kirche, und nochmals, einen Konzert. Wie sage ich dir das am besten? Aber schau mal, Skorpion, du hast ja selbst gesehen, wie viele Karten ich in diesem Deck habe. Hier sind fast über 100 Karten. Über 100. Und so viele von Konzerten oder Sängern habe ich doch gar nicht drin. Und ich denke, sogar die zwei einzigen, die ich habe, sind gekommen. Die zwei einzigen, die ich in diesem Deck habe, 100 Karten, sind diese zwei rausgekommen. Wie das hier für dich spricht, weiß ich nicht. In manchen Fällen warst du nur einfach in einem Konzert.
und etwas ist geschehen und dann bist du verletzt. Du hast dich verletzt und du musstest jetzt ein bisschen Pause machen, weil du dich tatsächlich sehr verletzt hast. Ja, du weißt ja, aber wenn man zwischen so vielen Menschen ist, kann schon sowas passieren, ja, dass man, ja. Aber was ich hier spüre ist, ich habe hier mit einem Star zu tun und oder einer Person, die sehr berühmt ist, einen Sänger, so eine Situation, eine Person, die in mehrere Konzerte gehen muss, sehr viel Erfolg hat sogar. Ich sehe hier viel Erfolg, sehr viel Erfolg. Sehr viel Erfolg. Das ist, was ich hier habe. Wow. Ich habe hier jetzt einen Puppe der Kelche. Du hast gesehen, Puppe der Schwerter, Puppe der Kelche, Puppe der Stäbe. Ich habe viele Puppen. Ich meine jetzt, ich habe hier viele jüngere Energien. Aber klar, wenn ich hier jetzt zum Beispiel mit so einer Situation zu tun habe, Menschen, die viel mit, ja, berühmt sind und mit vielen Menschen zu tun haben, ja, dann klar, zeigen sich hier mehrere jüngere Energien. Mein Gefühl hier bei dir ist, ich spüre hier die Gesundheit. Ja, ich spüre dir hier entweder deine Gesundheit oder die Gesundheit von dieser wichtigen Person, wo du eine Zusammenarbeit hast. Ja, ich spüre hier eine ziemlich komplizierte Situation in der Gesundheit, aber wie du siehst, und das ist deutlich, natürlich nicht ohne Behandlung. Also man muss weiterhin mit der Behandlung weitermachen, was der Arzt dir verschrieben hat, Tabletten oder wie auch immer. Also man muss weiter mit dieser Behandlung machen. Aber es ist ja klar, dass Verbesserung einfach deutlich ist, oder? Also da brauche ich selbst nicht viel zu sagen. Es gibt hier eine klare Verbesserung in deiner Gesundheit, wenn das wirklich für dich jetzt gesprochen hat. Und nicht nur das, sondern deine Ziele, du erreichst deine Ziele. Okay, schauen wir mal weiter, weil deine Legung ist sowas für interessant. Also ich glaube, mich motiviert, weißt du, was mich am meisten motiviert, Skorpion? Meine eigenen Karten. Das sage ich dir ganz ehrlich. Also mich motivieren mehr meine Karten überhaupt. Also Vergangenheit. Ich habe nämlich fünfte Stäbe für dich. Nochmals einen Puppe der Schwerter. Und jetzt sage ich es dir, Skorpion, ich habe alle Puppen auf dem Tisch. Alle. Ja, nochmals, also viele jüngere Menschen, ich denke, du arbeitest auch mit mehreren Personen, diese Menschen sind auch sehr jung, ja. Und aber eine Schwangerschaft, Skorpion, du siehst ja hier, eine Person hier ist schwanger. Ich meine, wo so viele Menschen sind. Und du weißt ja, diese Nachtleben, also da muss man ein bisschen schon vorsichtig sein, ne? Wenn man überhaupt keine Schwangerschaft möchte. Weil entweder kannst du jemanden schwängern oder jemand dich. Also von da aus, wenn man das nicht möchte, es gibt hier eine Schwangerschaft, Skorpion. Natürlich, ich kenne ja natürlich nicht deine Situation. Ja? Also wenn du jetzt zum Beispiel diese Karte von mir siehst, diese Schwangerschaft, ja, für dich. Für jeder von uns bedeutet was ganz anderes. Ja, jemand wird hier sagen, wow, das ist doch wahr, das bin ich. Oder wow, nein, das ist die und die. Also ja. Oder in manchen Fällen deutet das hier wieder für was Neues. Skorpion. Ich habe gerade dir gesagt, also das hier spricht für die Vergangenheit. Und da die Legung für den Monat Juli ist, das heißt jetzt, ich bin gerade, mein heutiger Tag ist deine Vergangenheit. Heute ist der 9. Juni. Von da aus spricht das für diese Vergangenheit jetzt. Das wird dir diesen Monat geschehen, im Monat Juni. Ich sehe hier in manchen Fällen spricht das hier für Kompetenzen. Kompetenzen mit anderen Menschen. Ja, Kompetenzen mit anderen Menschen. Und so wie ich das hier sehe bei dir gerade, Skorpion,
Ich sehe natürlich viele Kompetenzen. Was soll ich dir hier sagen? Ich meine, es ist deutlich. Ich habe viele Menschen hier. Ne? Ich meine, ich habe Konzerte, ich habe ein Orchester. Klar sind viele Menschen hier. Wie sollte es sonst sein? Ich sehe viele Menschen hier. Und nochmals, die Puppe der Schwerter zeigt sich zweimal sogar. Du wirst etwas erfahren hier, Skorpion. Du erfährst hier etwas. In den Monat Juni. Also das heißt jetzt, die Tage. Du erfährst etwas. In manchen Fällen hat das hier mit einer Schwangerschaft zu tun, Skorpion. Ich meine, wenn du dich freust, ich gratuliere dich, aber tatsächlich ist das so, dass in manchen Fällen für eine Gruppe gibt es hier schon eine Schwangerschaft. Und man erfährt hier etwas. Und das bringt hier irgendwie Konflikte. Diese Situation ist konfliktiv in manchen Fällen, weil mehrere Beteiligten da sind, weil nicht alle damit einverstanden sind. Eine Schwangerschaft ist hier. In manchen Fällen habe ich hier Menschen, die auch eifersüchtig sind für deinen Erfolg. Ja, höre jetzt, was ich dir sage, Skorpion, dass manche Menschen neidisch sind, eifersüchtig sind für deinen Erfolg, kann möglich sein. Für deinen neuen, das, was du neu jetzt entdeckt hast. Weil du siehst ja, der Puppe ist auch was Neues, ist eine neue Energie, ist jung, ja, ist jung. Diesen Bauch hier ist auch jung, das ist neu. Wir reden immer wieder über was Neues, über was, ja. Und es gibt Menschen natürlich jetzt, Skorpion, dass für das, was du neu entdeckt hast, was Neues, was Fruchtbares, ich sehe hier viel Fruchtbarkeit bei dir. Das möchte ich dir aber auch sagen. Es gibt hier viel Fruchtbarkeit. Und ja, eine Schwangerschaft für manche nämlich auch, ja. Aber für das hier könnte man ja etwas Neid oder Eifersucht sein. Ich bin ziemlich neugierig. Ziemlich neugierig. Schau mal bitte jetzt, Skorpion, Zukunft, ja? Ich meine, ich bin ziemlich neugierig, wie du das fühlst für dich, ja? Also, oder wie das jetzt, natürlich, wenn das jetzt Vergangenheit ist, in manchen Fällen bist du gerade noch dabei, du hast das noch nicht erfahren und du wirst das noch erfahren, weil nicht vergessen, Monat Juni hat gerade fast angefangen, ja? Wir sind vielleicht in die zweite Woche Juni, also von da aus ist eine Situation, die du noch erfahren wirst. Sternzeichen Löwe, nochmals hier sehr präsent. Du erfährst etwas, und das, was du erfahren wirst, hat mit was Neues, was Neues, ja. Schau mal in deine Zukunft, die Karte der Mond. Die Karte der Mond, zeig mal, schau mal bitte. Acht der Schwerter. Weißt du, was ich hier sehe? Skorpion, Angst. Also das Wort hier gerade für diese Kombination hier ist einfach Angst. In manchen Fällen, Skorpion, Angst für das, was du erfährst. Du erfährst hier etwas, was dich doch Angst macht. Denn es gibt hier so eine Ungewissenheit. Ja, was mache ich jetzt? Wäre die Frage hier. Was mache ich jetzt? Im Gottes Willen, was mache ich jetzt? Bei mir passt gerade alles. Ich habe Erfolg auf meine Arbeit. Mir geht es gut. Ich habe Glück. Mir die Gesundheit passt. Es passt alles. Und jetzt erfahre ich hier eine bestimmte Sache, die mich total blockiert. Ne? Aber schau mal, mit diesen zwei, meine Karte ist Bodycare. Wieder mal interessant, oder? Skorpion. Wieder mal interessant, denn schau mal, meine Karte Bodycare hat natürlich auch mit einem Bodycare, also ich muss mich ja pflegen, ich muss auf mich achten, ich muss auf mich aufpassen. Warum? Weil ich bin schwanger. Oder es gibt hier eine Schwangerschaft und
Bodycare, also auf jeden Fall die Gesundheit immer wieder. Die Sache ist, ich spüre hier immer wieder das Gefühl, dass man muss. Ich spüre hier immer wieder die Gesundheit. Also hier hatte ich diesen Knochen gehabt. Hier habe ich jetzt Bodycare, einer Person, die schwanger ist. Du merkst ja, aber auf jeden Fall, man sieht ja verschiedene Situationen, oder? Ich meine, man sieht ja verschiedene Bereiche hier, ne? Es ist aber auch gut so. Es ist gut so, weil es spricht ja für tausend Skorpionen. Von da aus, es ist gut so, wie es ist. Die Sache ist, es gibt diese Situation hier. Ich spüre hier Angst. Das ist das Wort hier. Schauen wir mal weiter, weil ich möchte dir weiter zeigen, wie das Ergebnis auch ist, weil und dann können wir noch darüber ein bisschen weiter reden. Schau mal bitte jetzt. In deine Gefühle habe ich einen König der Stäbe. Skorpion, König der Stäbe kann natürlich auch eine Königin sein. Wir reden nur über Energien, kann für eine Frau auch reden. König der Stäbe, du siehst ja, also ich habe bei dir Sternzeichen Löwe, überhaupt Löwe, sehr präsent, aber Sternzeichen Widder, nämlich auch. Es kann aber Schütze sein, perfekt, kann auch Schütze sein. Dieses Feuerelement ist bei dir sehr präsent. In deine Gefühle ist ein König der Stäbe tatsächlich Skorpion. Unabhängig jetzt von den Sternzeichen, weil in manchen Fällen hat diese Person vielleicht in diesem astrologischen Chart diesen Sternzeichen. Und in manchen Fällen ist vielleicht Sternzeichen Waage. Ja, Sternzeichen Waage, aber in den astrologischen Chart Feuerelement. Du verstehst schon, was ich meine, ja? Was klar ist, ist, dass man hier eine starke Anziehung zu sehen ist. Ich spüre hier viel Leidenschaft tatsächlich. Dieser König begleitet mit As der Kelche. Also diese Person macht dich glücklicher. Es gibt hier, man hat das Gefühl hier, ich bin verliebt. Ich bin verliebt. Ich bin, es ist eine neue Person. Weil für mich As der Kelche, wenn ich dir ehrlich bin, also sprich nicht für eine alte Person, ja. Aber schau mal, und ich sehe hier eine geografische Distanz. Achtung hier, habe ich ja sowieso gesagt. Meine Karte. Schau mal bitte, ich hoffe, du kannst das gut sehen. Zeigt eine Person, ich weiß nicht, ob du das richtig sehen kannst, das Licht und das Bild ist sehr dunkel, aber eine Person, die auf sein Handy schaut. Eine Person wartet hier auf Kommunikation. Eine Person schaut ständig auf sein Handy und erwartet eine Nachricht oder einen Anruf. Also man spürt hier diese Situation. Ich möchte in deine Gefühle, möglicherweise möchtest du doch eine Nachricht bekommen, einen Anruf oder eine Kommunikation von einer bestimmten Person. Diese Person in manchen Fällen, wie gesagt, hat eine Distanz mit dir. Ja? Und in manchen Fällen sogar eine andere Nationalität als du. Ich hoffe, du kannst das Bild gut anschauen. Es ist leider sehr, sehr dunkel. Aber sieht eine Person mit einem Handy auf der Hand und wartet auf einen Anruf da. Es ist interessant. Das sind deine Gefühle. Und schau mal, was du von außen anziehst. Drei der Schwerter. Drei der Schwerter. Drei der Kelchen. Interessant, was ich dir gerade zeigen werde. Drei der Schwerter. Drei der Kelchen. Und meine Karte. Schau bitte hin, meine Karte. Auf meiner Karte siehst du eine Frau mit einem Mann zusammen, also die umarmen sich. Ja, ich weiß nicht, ob du das unterscheiden kannst, aber hier ist eine Frau und ein Mann. Und eine dritte Person, also du siehst ja, das ist eine dritte Person, die im Geheimnis ist. Warum ist im Geheimnis? Weil, wie du siehst, die Person, bei der Person kann man nur die Lippen sehen. Die Augen sind verdeckt, man kann nur die Lippen sehen. Und die andere Frau ist mit diesem Mann zusammen. Es gibt hier eine dritte Person, aber das ist ja nur eine Bestätigung, Skorpion, für das, was wir hier haben. Wir haben tatsächlich hier mit einer dritten Person zu tun. Die Karte der Liebenden bestätigt das auch. Es gibt hier, so eine Situation gibt es hier, eine dritte Person.
Es gibt hier einen Treubruch oder eine Treulosigkeit. Es kommt jetzt auf deine Situation drauf an. Es gibt eine Treulosigkeit. Skorpion, in manchen Fällen, jemand erfährt hier doch eine Schwangerschaft. Das bringt Konflikte jetzt, ja, weil jemand erfährt hier einfach eine Schwangerschaft. Das ist mal sicher. Das ist schon mal sicher. Und das bringt Konflikte mit den anderen Beteiligten. Und das ist genau das, was eine Angst macht. Ja, so ungefähr, oh, in Gottes Willen, was mache ich jetzt? Ja, das bringt dir nur Probleme. Warum? Weil klar, ich bin in manchen Fällen doch verheiratet und habe Familie. Und jetzt kommt plötzlich eine Schwangerschaft aus meiner Beziehung. So eine Situation ist das, ja. Für eine Gruppe. Es muss nicht für allen reden. Ja. Weil es kann für dich die Person sein, die schwanger ist und deinen Wunschpartner ist in einer Beziehung oder andersrum. Ja? Du hast eine andere Person geschwängert und du bist in einer Beziehung. Es kommt ziemlich drauf an. Ziemlich drauf an. Schau mal bitte deinen Wunsch. Deinen Wunsch spricht tatsächlich für einen Wunsch. Also 9. Kirche sind Wünsche, die in Erfüllung kommen. Der Gehängte. In manchen Fällen einen Stillstand, keine Kommunikation. Ich sehe hier sogar eine Opferung. Also, Sternzeichen Fische bei dir nämlich auch. Habe ich dir vorher, glaube ich, gesehen. Fische, Krebs ist hier. Und einen Parfüm. Interessant. Interessant. Also der Gehängte, ein Parfüm, also ich habe hier ein Parfüm, tatsächlich eine Blume. In manchen Fällen, wir haben ja vorher über Blumenschenken gesprochen, einer Person, die Blumen schenken wird. Und hier sind auch Blumen. Ja, in meiner Karte sieht man auch eine Blume. Hier sieht man auch Blumen, auch ein Geschenk, wie gesagt. Ja, also man möchte hier... Kommunikation eigentlich, das würdest du gerne. Ich sehe hier, dass man hier wirklich Kommunikation möchte. Man möchte schon hier Kommunikation. Skorpion, schau mal bitte jetzt als Ergebnis für dich. Die Karte die Sonne, unglaublich, unglaublich. Die Karte die Sonne als Ergebnis für dich. Skorpion, diese Karte tatsächlich hat wirklich auch mit Babys zu tun. Mit viel Fruchtbarkeit. Natürlich viel Reichhaltigkeit auch. Das ist die beste Karte im Tarot. Skorpion, wie sage ich dir das am besten? Das ist die beste Karte im Tarot. Nummer 19. Wir reden hier über extra Glück. Also am Ende könnte ich sogar sagen, wir haben praktisch hier zweimal die Karte die Sonne. Zweimal die Karte die Sonne. Das ist auch extra Glück. Es kommt natürlich jetzt auf deine Situation drauf an, ja? Aber das ist, was ich hier sehe. Begleitet mit 7. Schwerter. Und, schau mal bitte, das ist nicht mal normal. Und... Du siehst ja die Lippen von dieser Person. Eine Person möchte dich küssen. Ne? Jemand möchte dich küssen. Jemand möchte dich Blumen schenken. Eine Person wartet sehr auf einen Anruf, auf eine Nachricht. Skorpion, die Sache ist, ich spüre hier doch für eine Gruppe, für Sternzeichen Skorpion, halt für eine Gruppe, doch eine dritte Person. Ja. Ich spüre hier schon eine dritte Person. Ja. Ich meine, das habe ich dir ja gesagt, vorher gezeigt auch, es ist deutlich, also es ist ziemlich deutlich. In manchen Fällen sehe ich hier eine Person, die nochmals mit dir eine geografische Distanz hat. Es könnte sogar für einen Chef, eine Chefin reden, aber diese Person ist nicht so ganz allein. Ne? Also eine Person hier zeigt eine starke Anziehung für dich. Die Legung kann sich spiegeln, natürlich. Aber diese Person, ja, ich sehe hier eine Person, die verheiratet ist oder in einer Beziehung ist. Ne?
Jemand würde hier eine Handlung machen, aber ohne gesehen zu werden. Ich möchte hier eine Handlung machen, aber niemand darf es wissen. Ich habe eine starke Anziehung für diese Person. Ich möchte diese Person sehen. Jemand möchte dich hier einen Parfüm schenken, Blumen schenken. Jemand möchte dich küssen. Jemand möchte dich hier sehen, mit dir kommunizieren. Tja, Skorpion. Aber wie gesagt, entweder bist du die Person, die in einer Beziehung ist, oder jemand anderen, oder die andere Person, aber das Gefühl ist hier. Das Gefühl ist hier. Schau mal, von Astro-Tarot habe ich für dich auch eine Karte geholt, rausgeholt, ja? Kam diese Karte für dich? Ist Nummer, interessant, Nummer 16. Also Nummer 16 wiederholt sich oft das bei dir. Die Nummer 16 spricht für die Karte der Turm. Veränderungen auf jeden Fall. Also diese Karte kam für dich, Skorpion. Ich werde jetzt diese Karte für dich lesen, ja? Augenblick bitte. Es ist interessant, was ich gerade hier habe, muss ich dir sagen. Augenblick, Skorpion. Genau. Also, obwohl sie grundsätzlich die Sicherheit begrüßen, in der sie leben, empfinden sie ihre Situation doch, also warte mal kurz. Augenblick, ich fange mit diesen Gestaltung. Augenblick. Also Anregung zum Stiermann. Hier ist Stier und Waage. Interessant, Waage ist auf den Würfeln nämlich auch. Sternzeichen Waage. Und die Nummer 6. Und hier ist auch Stier und Waage. Also, Anregung zum Stiermann gaben Fotos von einem afrikanischen Stiertanz. Die Venus ähnelt eine aus der Schule von Fontainebleau. Die Schmetterlinge symbolisierten aufgrund ihrer Metamorphose schon in der Antike die Seele, die der Tod nicht zerstören kann. Späterhin wurde das Gefällige, Flatterhafte und seine Beziehung zum Liebesgott Eros betont. Auch in der christlichen Symbolik steht der Schmetterling einerseits für Unsterblichkeit und Auferstehung. Andererseits wird er als Symbol für Leere, Eitelkeit und Nichtigkeit gesehen. Deutung: Obwohl sie grundsätzlich die Sicherheit begrüßen, in der sie leben, empfinden sie ihre Situation doch andererseits als beengend. Sie möchten sich aber von der Bequemlichkeit und den Annehmlichkeiten ihres derzeitigen Zustands nicht verabschieden. So kämpfen zwei Seelen in ihrer Brust, wohl wissend, dass sie sich mit ihrem Selbstwert auseinandersetzen müssten, wenn sie die ausgetretenen Pfade verlassen. Sie können den Wert dessen, was ihnen zur Verfügung steht, nicht schätzen. Vielleicht, weil sie sich selbst nicht schätzen und reagieren überheblich. Es gibt dafür zwei Lösungswege. Entweder machen sie Zugeständnisse, das heißt, sie entscheiden sich für eine Veränderung ihrer Sichtweise, oder sie überwinden ihre Angst davor, ihre Stabilität zu verlieren und nicht mehr versorgt zu sein. Welche der beiden Lösungen sie auch wählen, wichtig ist, dass sie als gleichwertige Entscheidungen akzeptieren. Ihre warme Herzlichkeit öffnet ihnen Tür und Tor und lässt sie in jeder Situation, ob auf dem Bauernhof oder im Ballsaal, die richtigen Worte finden. Ihre charmante Art trägt sie elegant über manches Hindernis, das für andere Menschen ein Stolperstein wäre. Darüber hinaus zeichnet sie aus, dass sie nicht unbedingt den großen Rahmen
haben müssen, sondern durchaus auch einfache Genüsse schätzen können. Ihr Leben ist jetzt, fernab von ihrer Arroganz, geprägt von echter Herzlichkeit, mit der sie nicht nur Glanz in die kleinste Hütte tragen, sondern auch ganz praktische Hilfe leisten können. Sie sind nicht festgelegt auf ein bestimmtes Verhaltensmuster, sondern haben für sich ein System entwickelt, mit dem sie situationsgerecht auf unterschiedliche Bedingungen reagieren können. Wow, oder? Skorpion. Ich finde es einfach nur interessant, ja? Also, ich finde es interessant, ja? Also, da ist schon eine Botschaft dabei. Ich hoffe, du hast für dich halt genommen, das, was für dich wichtig ist. Interessant finde ich auch, hinter dem Deck war diese Nummer 4. Du wirst es wohl nicht glauben. Die Nummer 4 ist wichtig für dich, wiederholt sich oft das, sprich für den Monat April. Sternzeichen Widder und Sternzeichen Löwe auf dieser Karte zu sehen. Also hier habe ich deutlich mit einem Feuerelement zu tun. Feuerelement ist, wie gesagt, bei dir extrem präsent, ja? Extrem präsent. Ich lese hier nur den zukünftigen Stand der Dinge, ja? Über diese Karte. Also sie sind ein hervorragender Impulsgeber und können auch ein Projekt, das ihnen wichtig ist, gut vorantreiben, bis zu dem Punkt, an dem sie das Gefühl haben, es abgeben zu können. Dann haben sie wieder Energien für eine neue Aufgabe frei, die sie umgehend in Angriff nehmen. Ja. Und das Thema hier ist, den lieben langen Tag sind sie am Tun und Machen, werden nie fertig und fühlen sich ausgebrannt. Selbst wenn das etwas überzogen dargestellt ist, erkennen sie in den Grundzügen sicherlich ihr Problem. Es macht sie darauf aufmerksam, dass sie handeln um des Handelns willen und immer wieder im bloßen Aktionismus enden, was ihre echten Kreativität im Weg steht und Resultate verhindert. Ich denke, wir reden bei dir, wie ich dir auch gesagt habe, Skorpion, über viel, viel Arbeit. Sehr viel Arbeit. In manchen Fällen, damit man, also du kommst ja praktisch nicht auf deine Ruhe. Du arbeitest und arbeitest und arbeitest, ja, du kommst nicht in deine Ruhe. Und man muss auch mal in diese Stille kommen können, es ist wichtig, damit man sich selbst auch finden kann. Ja, und auf manche Antworten kommen kann. Und überhaupt einfach nichts tun, in der Stille zu kommen, einfach in diese Meditation kommen. Diese Meditation ist ja hier. Hier sehe ich die Meditation. Damit man auch Klarheit sehen kann, Licht sehen kann, ja. Interessant deine Legung, Skorpion. Ich weiß nicht, wie du das so jetzt siehst oder was du hier für dich was rausbekommen kannst. Du merkst ja die Situationen, die verschiedenen Gruppen, was ich hier habe. Weil es ist ja klar, dass das alles gleichzeitig nicht für uns allen gleich redet. Also es gibt hier verschiedene Gruppen und verschiedene Sachen. Ich denke, wichtig ist die Gesundheit. Also da muss man wirklich Acht geben auf die Gesundheit. Ja, es ist sehr wichtig, Skorpion, extrem wichtig. Wenn ich nicht auf meine Gesundheit achte, werde ich krank. Und wenn man krank ist, kann man vieles nicht mehr machen und nicht erreichen. Und überhaupt, man merkt bei dir, dass du sehr viel tust und sehr viel am Arbeiten bist. Aber das ist nicht möglich, wenn du krank bist. Von da aus, es ist wichtig, dass wir uns selbst pflegen, also auf uns achten, nicht krank werden.
wenn wir auch anderen helfen wollen, erstmal müssen wir uns genau helfen, ja. Und ja, wie gesagt, man merkt ja schon eine Person, aber wenn ich dir ehrlich bin, ich sehe hier eine dritte Person, also für eine Gruppe. Diese Person ist nicht bei dir, ist in einer anderen Stadt, aber ich denke, die Karte die Sonne hast du als Ergebnis, Skorpion. Du hast die Karte die Sonne. Und das heißt für dich viel Licht und viel Klarheit in dem, was du machen wirst. Ja, viel Licht und viel Klarheit in dem, was du machen wirst. Das ist, was ich hier sehe. Denn ich sehe hier eine wichtige Verbindung mit einer Person. Ja, die Ängste sind hier zu spüren, sehr viel Angst. Aus irgendeinem Grund gibt es hier diese Ängste für dich. Aber nochmals, das Ergebnis, die Sonne. Also Licht und Klarheit sieht man hier. Ich sehe hier eine starke Leidenschaft, ja, für eine Person, tatsächlich. Sehr viel. Und du hast es ja selbst gesehen, diese Handlung ist ja auch da, diese Kommunikation ist ja hier. Das ist man sicher, dass man hier Angst hat, ja. In manchen Fällen hat das diese Blockade, ich meine Bodycare, ich spüre hier, das ist, was man erfährt. Man erfährt hier ja etwas, wo mehrere Beteiligten hier sind, ja. Das ist, was ich hier sehe. Man erfährt tatsächlich hier etwas. Ja. Und ich habe es dir ja gesagt, ich sehe natürlich hier diese Schwangerschaft, ja, sieht man hier schon. Obwohl, wie du sie gesehen hast, extra Glück. Also man ist hier glücklich. Egal, wie ich mir das hier anschaue, dieses Glück ist hier zu spüren. Ja, trotz allem irgendwie über diese Blockade hier. Ich sehe hier diesen extra Glück hier. Ja. Augenblick bitte. Skorpion. Wow, qué fuerte, tío. Luftelement, also Sternzeichen Zwilling, Wassermann Waage. Es gibt hier auf jeden Fall eine wichtige Sternzeichen Krebs bei dir auch sehr präsent. Krebs. Ich denke, man erfährt, also Skorpion, du erfährst, in manchen Fällen hast du es bereits erfahren, dass jemand hier schwanger ist, ja, ein Baby bekommt und dass jemand doch ein Kind bekommen hat. Und diese Konflikte sind da diesbezüglich, also weil man hier was erfahren hat über diese Situation. Es gibt ein bisschen Streit, tatsächlich Streit sehe ich hier schon. Aber trotzdem, schau mal, was ich hier habe, Skorpion. Okay, du weißt, das Typische, ja? Ich erfahre eine bestimmte Situation, was in dem Moment mich schockiert, vielleicht sogar. Mich schockiert das, was ich erfahren habe. Ich habe meinen Konflikten in dem Moment und so weiter. Aber gut, man macht weiter, ne? Das Leben geht ja weiter. Und ich spüre bei dir doch, du machst schon weiter. Warum? In manchen Fällen ist hier so eine neue Situation in deinem Leben, eine sehr positive sogar. Das sage ich dir aber auch. Eine sehr positive Situation bei dir, ja? Egal wie, ich sehe hier eine positive Situation tatsächlich. Viel Leidenschaft, ich sehe eine Reise sogar. Ich sehe hier sogar eine Reise.
Entschuldigung, Skorpion. Weißt du, gerade habe ich gedacht, gerade ist die Nummer 1616 in meiner Uhr. Also die Karte der Turm tatsächlich. Ne? Also, Skorpion, ich habe für mich jetzt nur überlegt, stell dir mal vor, in manchen Fällen spricht das hier für eine Person, die jetzt jemand anderen geschwängert hat. Und diese Person möchte aber mit dir doch wieder zurückkommen zu dir, obwohl die Person schon jemand geschwängert hat. Also die Person wird Vater oder wird Mutter, wie auch immer die Situation jetzt ist. Und die Person möchte trotzdem mit dir wieder. Und dann sagst du, wie bitte? Ja, also ich sehe hier schon in manchen Fällen doch eine frische Energie, eine etwas unverschämte Energie. Aber das spricht für jeder von uns anders, ja? Also ich weiß nicht, wie du damit jetzt in Resonanz kommst, aber ich könnte schon mehr mit so einer Energie hier zu tun haben. Was ich aber sehe, Skorpion, ich sehe hier doch eine neue Situation in deinem Leben. Doch eine neue Situation. In manchen Fällen, darüber redest du auch nicht. Das ist eine Sache, die du für dich behalten hast und mit niemandem sprichst. Ich denke, in manchen Fällen momentan kümmerst du dich mehr um deinen Körper, um deine Gesundheit, um deine Training. Du treibst mehr Sport, du kümmerst dich mehr um dich und so weiter. Ja, du blockierst Menschen, die dubios sind. Tatsächlich, es gibt hier eine dubiose Energie, Skorpion. Du blockierst manche Menschen, die ziemlich dubios sind. Und was machst du tatsächlich? Ja, ich mache mein Leben weiter. Ich mache mein Leben weiter, weil mich motiviert sowieso eine ganz andere Person jetzt oder eine andere Situation, tatsächlich. Nochmals, darüber redest du in manchen Fällen nicht. Ja, tatsächlich. Ich spüre hier einen Wunsch, wie ich dir gesagt habe. Das haben wir nämlich hier gesehen vorher, in deine Gefühle. Und das war ein Ass der Kelche. Ein Ass der Kelche hat mit was Neues zu tun. Ja? Und ja, ich spüre diese Kommunikation durch Handy. Du verstehst schon, was ich meine, ja? Ich habe hier verschiedene Situationen. Eine unverschämte Person sieht man hier schon. Also tatsächlich richtig unverschämt. Ja? In wenige Worte. Wie auch immer das für dich jetzt so ist. Aber dann eine neue Situation tatsächlich. Und das ist da. Luftelement ist extrem präsent. Luft, ja. Wassermann, Waage, Waage sehr präsent. Wassermann, Zwilling. Aber ja, Krebs nämlich auch. Löwe, wie ich dir gesagt habe, Fische. Wieder Schütze. Und so sieht es nämlich aus. Skorpion, starke Legung, ja. Starke Legung. Was ich hier wirklich sehr betonen würde, ist die Gesundheit. Ja, das ist wichtig für dich, Skorpion. Was ich aber auch denke, das wirst du im Griff haben. Ich sehe hier die Karte die Sonne. Das ist Gesundheit pur. Ja, das ist Gesundheit. Von da aus, es ist okay so. Also, ich meine, in manchen Fällen ist das nicht immer so gewesen, aber im Monat Juli zeigt sich hier doch eine Verbesserung in der Gesundheit. Ja? Und auf jeden Fall viel Spaß. Ich sehe hier Menschen, die viel Spaß haben werden mit Konzerten, mit sieht gut aus. Skorpion, das ist hier meine Übersetzung. Ja? Und jetzt, du wirst wissen, wie es für dich am besten spricht. Ja. Und für manche, wie gesagt, es kommt hier eine Geburt. Es ist extrem deutlich. Skorpion, ich danke dir für deine Likes, für deine Abos. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns bald. Dankeschön, Skorpion. Tschüss.